Seid begrüßt vom Kreuzhalter-Crusher zu diesen Shortschatz. Kleine, kurze Telefonate, für die sich ein eigenes Video nicht lohnt, die aber zeigen, wie die Betrüger versuchen, an euer Geld zu kommen. Viel Spaß also, nach dem Intro geht's los. Ja, bitte? Hallo. 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 Hallo, mit wem spreche ich? Mit wem wollen Sie denn sprechen? Und mit wem wollen Sie sprechen? Ja, Sprechen mit Herrn Joachim? Sie haben mich doch angerufen. Ja, Sie haben, weil Sie Ihre Daten hinterlassen haben Ja, und gesagt haben, dass und Sie mit uns wem wollen Sie anrufen denn wollen. nun sprechen? Mit dem Joachim? Ja, und Nachname? Wie ist Ihr Nachname? Ich frage ja gerade, welcher Nachname bei Ihnen da steht. Wir haben hier zwei Joachims. Herr Joachim, nennen Sie mir und ich werde sagen, ob es richtig oder falsch ist. Also, können Sie. Nee, so läuft das nicht. Entweder sagen Sie mir, mit wem Sie sprechen wollen, oder dann eben nicht. Ich will mit Ihnen nicht sprechen. Auf Okay. Wiederhören. Ja, gut, dann tschüss. Hallo? Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jeanette Wolter. Ich vertrete die Blockchain-Gruppe Comme. Habe sehr wichtige Informationen für Sie. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ja, die habe ich. Dank unserer Online-Promotion haben Sie 2,58 Bitcoins mit dem Roboterhandel verdient. Und ich habe Ihnen auch eine E-Mail per E-Mail schon geschickt. Also Sie können alles durchlesen. So, und wir mit Ihnen abklären müssen, wann können Sie Ihren Gewinn abholen? Wen wollten Sie denn jetzt sprechen überhaupt? Mein Name ist Jeanette Wolter. Wen Oder was wollten meine? Sie sprechen? Mit Joachim Ringsbacher-Kaimer. Ringsbach-Bergheimer, ja, okay. So, und wann können Sie Ihren Gewinn abholen? Ja, wo habe ich denn Gewinn? Dank unserer Online-Promotion, also Sie haben an unserem Testroboter-Handelprogramm teilgenommen, weil Sie zuvor Ihre Daten auf eine unserer Anlageplattformen eingegeben haben. Also Sie haben Ihre Daten für den automatischen Handelssystem hinterlassen und mit Ihren Angaben wurde ein Konto erstellt, auf dem Bonusgeld gutgeschrieben wurde. Und das System hat mit diesem Geld gearbeitet, ja, gehandelt. Und Sie haben nun einen Gewinn. Also das heißt überhaupt Mikrotrading. Sie haben wahrscheinlich gehört. Und wir haben unser Bonusgeld genommen und aus dem eine Provision von 20% kassiert. Und das ist Ihr Lesegewinn. Ah, wie viel Gewinn habe ich da? 2,58 Bitcoins. Im Moment in Euro ist es 43 Euro. 43 €, das ist ja nicht viel. Mein Mann, Entschuldigung, 43.000 Euro. So. Und wo habe ich das dann gemacht? Sie haben, okay, im Moment, also erkläre ich Ihnen nur detailliert. Lautet, also Sie haben Ihre Daten auf eine unserer Anlageplattformen eingegeben und Sie haben Ihr E-Mail gegeben und die Handelsplattform hat Ihre E-Mail benutzt, um ein Konto auf der Plattform zu erstellen. Okay, und Also auf welcher Plattform war das? Handelsplattform Binance. Bei Binance. Also sind ja Ihr Vor- und Nachname dort zu finden auch. Dann hat die Plattform 500 in dieses Konto investiert und der Roboter hat mit diesem Geldbetrag mehr als 4 Monate lang gearbeitet. Und der hat Aktien, Aktiva und Kryptowährungen gekauft oder verkauft und das zum richtigen Preis und im richtigen Moment. So wurde am Ende des Handels bestimmte Geldbetrag geschaffen. Ah ja, okay. Ja. Und der nach den Regeln des Systems verteilt werden muss. Also diese Gewinn sollen wir jetzt in einfach auszahlen. Nach welchen Regeln, von welchem System? Handelsroboter, Mikrotrading, wie gesagt. Mikrotrading ist ein System. Tja, so schnell kann es gehen.
Hallo? Hallo, Herr Zahner. Ja? Guten Tag, mein Name ist Anita Schulz. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Vom Finanzmarkt? Sie meinen vom Finanzamt? Was? Sie meinen Finanzamt? Finanzbörse. Ach, Finanzbörse. Aha. Sie haben bei uns registriert. Ah ja, bei wem dann? Ich rufe Sie von Monitoring-Abteilung und ich habe ein paar Fragen. Ja, was wollen Sie denn wissen? Ja. Herr Tanner, warum haben Sie nicht Aktivierung gemacht? Ihr Konto ist nicht aktiv. Ah ja, also von Monitoring, von welcher Webseite denn? Das haben Sie ja noch nicht gesagt. Was? Monitoring-Abteilung von wem denn? Von Finanzmarkt. Das ist die Plattform, für die Sie arbeiten, richtig? Ja, unsere Plattform ist Bitcoin 360. Ach so, okay. Gut, und welche Fragen haben Sie da jetzt? Warum haben Sie Ihr Konto nicht aktiviert? Ja, bin ich noch nicht zugekommen. Was? Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Wollen Sie Aktivierung machen oder nicht? Ja, schon, aber ich weiß ja noch nichts über Ihre Firma. Sie haben unsere Werbung gesehen, ja? Und Sie haben Ihre Datei ausgegeben. Ich habe eine Datei ausgegeben? Welcher Datei denn? Ihre Name, Nachname, Telefonnummer, E-Mail. Das heißt Daten, nicht Datei. Sie haben registriert. Ja, meine Daten habe ich angegeben, nicht meine Datei. Ja, okay. Jetzt wollen Sie Aktivierung machen, oder nicht? Ja, wie gesagt, ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Ja. Dann erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Firma. Warum wollen Sie so viel über uns wissen? Schreiben Sie etwas, ja? Nein, wenn ich irgendwo Geld investieren will, dann will ich auch wissen, wohin und wofür. Okay, Herr Tanner, hören Sie bitte. Jetzt gehen Sie und bleiben Sie gesund und löschen Sie Ihre Daten von unserem Unternehmen, okay? Ja, dann sagen Sie mir doch mal, wo ich es löschen kann. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Philipp, mein Name. Ich melde mich aus Economics Hub. Also, Sie haben gerade eben Interesse gezeigt für das Online-Handel bei Bitcoin-Billionär. Stimmt das? Das ist wahr, ja. Perfekt, gut. Also, meine Aufgabe wäre Ihnen zu helfen, ein Handelskonto aufzumachen für diese Sache und erklären, wie funktioniert das alles. Ist das in Ordnung? Das ist in Ordnung, ja. Perfekt, gut. Können Sie mir bitte zuerst sagen, wie alt sind Sie? Wozu spielt das eine Rolle? Also für mich schon, weil wichtig ist, dass Sie sind über 18. Das bin ich. Okay, gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Im Alter nennen oder was? Schönes Tag noch, ja? Ja, bitte. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Herr Mertens, gestern haben wir mit Ihnen geredet, ja? Julia Mertens. Mein Name ist Brian Mochel. Sie haben ja gestern nicht mehr zurückgerufen. Also, ich hatte Feierabend. Ja, gut, wir haben gesagt, in 5 Minuten rufen Sie an. Ja, aber gestern war Sonntag und Sonntag haben wir bis Mittag gearbeitet, ja? Darum, leider, könnten wir auch nicht weitermachen, weil das ist ein offizielles Firma. Wenn Sie sagen Feierabend, dann können wir auch nicht weitermachen. Ja gut. Leider. Dann ist das so. Okay. Also, haben Sie immer noch Interesse oder nicht? Nicht ich, meine Frau hat Interesse. Okay, also, aber Sie machen ja das Telefon auf. Ja, weil wir einen gemeinsamen Anschluss haben. Ja, Sie benutzen auch gemeinsam ein Handy. Nee. Okay. Okay, kein Problem. Also, Herr Mertens, was sollen wir jetzt machen?
Also kann ich gerade mit Julia Metzens reden, nee, oder nicht? Sie ist auf der Arbeit, deswegen sollten Sie ja gestern anrufen. Okay, kein Problem. Soll ich später anrufen? Ja, dann können Sie irgendwie, sie arbeitet bis 18 Uhr, dann können Sie um 18 Uhr anrufen. Okay, so kann ich das machen. Kein Problem. Okay. Okay, ich wünsche euch einen guten Tag. Jo, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, langes am Apparat. Ludger Lusmann, ist er da? Ja, bin ich, ja. Schön, dass wir Sie erreichen. Ich melde mich vom Vice Trade, das ist eine andere Plattform. Sagt Ihnen das was? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Weil wir haben gerade ein Angebot am Start für Neukunden. Das wollte ich Ihnen gerade mal vorstellen und unsere Arbeitsweise erklären. Weil die ersten 3 Monate haben Sie die Möglichkeit, unsere Arbeitsweise kostenfrei zu testen. Das heißt, wir verlangen da nichts von Ihnen, damit Sie sehen können, wie wir arbeiten, was wir für Sie erwirtschaften. Und mit einer Gewinnspanne monatlich von 20-25%, denke ich mal, wären Sie doch zufrieden. Ja, schon. Das kann durchaus sein. Gut, und wie hieß Ihre Firma? Vice Trades for You heißt die Plattform. Okay, und da haben Sie auch eine Webseite, ja? Ja, natürlich. Können Sie mir das mal buchstabieren? Ja, kann ich machen. Also Weiß, also Wiese. Also mit V oder mit W? Mit W. Mit W, mit W. W-I? S-E? Ja. Theodor Richard Anton? Augenblick. Ja? Und weiter? Theodor Richard Anton haben Sie notiert? Ja. Dann Dora Emil Siegfried? Ja. Die Nummer 4? Ja. Und einen U wie Ulrich. Okay. Und die Endung? .com. .com. Okay. Gut, okay. Ja. Und das ist Ihre Firma, okay? Ja, das ist die Plattform. Auf die Plattform handeln wir. Und wie gesagt, die ersten 3 Monate haben Sie eine kostenfreie Betreuung. Wir verlangen da nichts von Ihnen, damit Sie sehen können, wie wir arbeiten, was wir für Sie erwirtschaften. Und Ende 3 Monate entscheiden Sie dann, ob Sie weiterhin mit uns arbeiten wollen oder nicht. Hm. Und wie kann man bei Ihnen einzahlen? Eine Einzahlung machen Sie mal über Ihre Bank. Online-Banking gehe ich davon aus, haben Sie ja? Ich hab eine Bank, ja. Ja, also Online-Banking, können Sie das auch online machen? Ja, natürlich, geht auch. Bei der Ersteinzahlung bekommt man dann auch 20% an Willkommensgutschrift obendrauf, von der Summe, wie viel man da einzahlt. Mhm, okay. Und wie alt ist Ihre Firma? Sind Sie schon lange am Markt? Ja, natürlich, wir sind länger am Markt. Also ich persönlich bin seit 7 Jahren dabei. Ich habe über 150 Kunden, die ich betreue. Und alle von den Kunden sind zufrieden. Und wenn meine Kunden zufrieden sind, dann bin ich das auch. Weil wir verlangen, also ab dem 4. Monat, falls Sie sich entscheiden, weiterhin mit uns zusammenzuarbeiten, verlangen wir dann 5% von den reinen Nettogewinn. Nicht von der Summe, was Sie eingezahlt haben, sondern von dem Gewinn, was wir für Sie in 1 Monat erwirtschaftet haben. Mhm, okay. Das würden Sie uns bestimmt ja auch gönnen. Ja gut, und wo sitzen Sie? In Österreich. In Österreich? Ah ja, klar. Ja, und da sind Sie, genau, da sind Sie dann auch gemeldet und registriert, nehme ich mal an, ja? Natürlich, natürlich. Weil wenn wir das nicht wären, dann wäre ich ja nicht seit 7 Jahren hier dabei. Ja gut, und bei wem sind Sie da registriert? Bei BaFin. Die BaFin ist ja nicht für Österreich zuständig. Ja, bitte? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Rudiger, ja? Das ist mein Vorname. So, mittlerweile ist am Apparat, Herr Rudiger. Ich meine, nee, sprechen Sie mich bitte mit dem Nachnamen an. Ah, das war schon zu kompliziert. Ja, gut.
Das waren die Short Shots Folge 2. Im nächsten Video wird es mehr zum Thema Scambaiting geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hinterlasst mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Bis dahin bleibt mir gewogen. Macht's gut.